Herzlich willkommen zum nächsten Thema der Session. Hier geht es um das Thema Erfahrungswissen und deren Irrtümer. Als Gast Susanne Beckmann mit einer unheimlichen Expertise, sehr breit durch alle möglichen Organisationsformen. Susanne, herzlich willkommen. Und wie bist du zu dem Thema gekommen, dass du das jetzt so Erfahrungswissen für dich so als Fokusthema gewählt hast? Ja, danke dir Manfred und schön, dass ich da sein darf. Ich arbeite seit über 25 Jahren mit Menschen, habe angefangen im Bereich Service und Vertriebskommunikation in der Callcenter-Branche, bis ein Kollege auf mich zukam, der das Verfahren Catch to Keep, wie wir es mittlerweile nennen, weil es international werden musste, entwickelt hat. Und der kam an seine klassisch Kapazitätsgrenzen und fragte, willst du nicht mitmachen? Und ich habe erlebt, was er da kreiert hat. Und ich habe selten was erlebt, was so nah am Bedarf der Menschen ist, mit denen ich arbeite. Das ist so die Begeisterung, die es von Anfang an in mir ausgelöst hat. Welche Erfahrungen hast du denn im Vorfeld gemacht? Weil also es hat dich ja gebracht dazu, zu den Teilen. Gibt es da irgend so einen Initialpunkt, wo du sagst, und ab dem Moment wusste ich, jetzt geht es in die Richtung weiter? Das war mit dem ersten Tun und ganz doll mit dem Tun und ganz oft gegen Widerstände, dass die Teilnehmenden sagen, nee, das kann doch nicht gelingen und wie soll denn jemand von außen uns da durchführen? Das geht so ein bisschen auch gleich in die Irrtümer, über die wir dann sprechen werden. Und immer wieder zu erleben, vorher die Bedenken und hinterher, wow, so hätten wir uns das nie vorgestellt. Wow, gut, dass sie das getan haben. Wow, sonst wären das und das und das nicht passiert, was wirklich auch eine Auswirkung auf die Menschen, auf die Unternehmen dann haben, auf die Organisation. Wie hat denn Erfahrungswissen in deinen Augen auch manchmal was Negatives oder Behinderndes, sage ich mal eher Behinderndes, ja, wo man los, also gerade in der jetzigen Zeit verändert sich ja ganz vieles. Und woher weiß ich, wann ich an diesem Erfahrungswissen festhalten sollte, es pflegen und wann sollte ich es loslassen? Gibt es da auch schon so die Lernerfahrungen dabei? Ja, ganz wichtige Frage, weil oft die Führungskräfte auch sagen, ich will ja auch, dass sich mit dem Wechsel was verändert. Und wenn ich jetzt das Erfahrungswissen übergebe, dann habe ich ja den gleichen Stillstand, wie ich ihn vorher hatte und nicht mehr möchte. Das macht uns aus. Wir gehen sehr wertschätzend mit dem Erfahrungswissen des Vorgängers um. Das ist alles seins und wir geben das auch weiter. Aber wir fragen natürlich vorher auch unseren Auftraggeber, in der Regel die Führungskraft, was soll denn durch diesen Wechsel anders werden? Worauf sollen wir denn nicht so viel Wert legen beim Transferieren des Wissens? Und das Spannende ist, dass in dem Moment, wo du es tust, auch wo du den Vorgänger fragst, wo waren sie denn vielleicht nicht ganz so toll? Oder was sind denn jetzt die Chancen, wenn sie gehen? Dann sind wir gleich ein Motor für Innovation. Und da geht Erfahrungswissen teilen und Innovation Hand in Hand, weil wir auch alles abfragen, was noch an nicht erledigten Ideen im Köcher, im Kopf des Gehenden schwirrt. Von daher, ja, wir müssen gucken, was wird nicht mehr gebraucht und was soll neu werden. Und genau das berücksichtigen wir auch, wenn wir arbeiten. Also das heißt, auch das Erfahrungswissen ist nicht nur der Wissenskern für sich, sondern auch wie mit diesem Erfahrungswissen der Erfahrungsträger umgegangen ist, mit welchen Methoden, wie er es vermittelt hat oder was er damit alles angestellt hat. Ja, und manchmal sagen die auch selber, ah, ich war zu routiniert oder ich hatte gar keine Lust, da mal was anders zu machen, weil alles so eingefahren ist. Und es ist gut, dass du jetzt da bist, lieber Neuer. An den und den Stellen darfst du es gerne verändern, hätte es eine große Wirkung. Aber da möchte ich dich warnen, weil du das und das unterschätzen könntest. Okay. Ja, oft ist es ja auch so, kenne ich auch aus eigenen Erfahrungen, lange etwas gemacht, jetzt steht die Nachfolge an. Und war auch zum Teil schon längere Zeit ja mit im Team mit dabei und dann sagt, ja, aber ob ich das so hinkriege wie du? Und für mich war immer das Thema, du sollst es nicht so hinkriegen wie ich, sondern du sollst es so hinkriegen, wie es für dich passt und schmeiß alles das über Bord, wo ich teilweise wirklich ein Problem hatte, loszulassen manchmal und weil das so mit mir verbunden war. Sag ich, du hast jetzt die Chance hier auch wirklich für einen Cut, für einen Neuanfang und nimm die wertvollen Teile mit und lass den anderen Teil einfach mal liegen.
Ja, sehr schön beschrieben, genau. Und wir nennen es auch, also es ist immer good to know, wie etwas war und warum so etwas so war. Aber es darf durchaus verändert werden. Aber einen guten Hinweis dazu bekommen, was ein guter Zeitpunkt dafür ist, welche Hürden ihm da entgegentreten können, darum geht es ja. Wir sagen immer, wir wollen niemanden klonen, wenn wir Wissen transferieren. Das können und wollen wir nicht. Aber es ist aus dem Coaching kommt dieser schöne Satz, Respekt vor dem, was war. Und gerade wenn wir so mit Greenhorns arbeiten, die meinen, yeah, ich komme hier mal und mache alles neu, sagen, darfst du, aber Step by Step, Vorsicht, bedenke bitte. Und Das ja. ist praktisch auch so eine gemeinsame Analysephase, überhaupt sich mal über die Situation klar zu sein und nicht zu glauben, ich habe da schon mal drauf geschaut und ist alles wurscht und jetzt lege ich los. Ja. So, genau, respektvoll und auch überlegt sehe ich Ja. ja, wie ich damit umgehe. Erinnert mich ein schönes Beispiel, witzigerweise ausgerechnet im Personalbereich, hatte die Wissensnehmende in dem Einzelinterview an ihre Vorgängerin, die sich kannten, gerade mal 5 Fragen. Und dann sagte ich, sorry, das ist allein von der Wertschätzung her können wir nicht nur mit 5 Fragen ihr gegenübertreten. Und dann sagte die mir ganz ehrlich, wissen Sie was, ich halte von der Frau und wie sie ihre Aufgaben macht, überhaupt nichts, ich will gar nichts wissen. Und in der Übergabe kam heraus, warum diese Frau ihren Job wirklich nicht gut machen konnte und dass sie selber höchst unzufrieden war. Und die Wissensnehmende, die Nachfolgerin, ist so demütig geworden. Sie hat so einen anderen Blick bekommen auf die Frauen, auf die Aufgabe. Die fällt mir heute noch um den Hals, wenn ich ihr begegne. Ja, es sind immer mehrere Elemente und Menschen, die zusammenwirken und wahrscheinlich genau dann die Situation dargestellt haben, die dann eben vorzufinden ist, ne? Ja, genau. Und wir helfen, eine andere Perspektive, ein anderes Licht einzunehmen, wenn nötig. Ist nicht immer nötig, aber wenn, dann ist es unglaublich wertvoll, um gut starten zu können. Ja, du hast uns ja die 5 Irrtümer mitgebracht, Susanne. Ja. Dann lass uns doch damit mal anfangen. Was ist denn für dich Irrtum Nummer 1? Also, was so landläufig passiert, ist zu sagen, das Wissen geht nun mal verloren, da kann man nichts machen. Also, das ist dann gerne der Meister, der morgens um 8 Uhr mit verschränkten Armen vor mir sitzt. Frau Beckmann, das ist eine Erfahrung, die muss jeder selber machen. Das gibt es immer noch, die Meinung. Und ja, das ist ganz spannend und das ist auch nachvollziehbar, weil so sind diese Menschen sozialisiert. Also, wir müssen gerade an den demografischen Wandel denken. In den nächsten Jahren wird ein Drittel der Belegschaften teilweise ausscheiden. Und die sind so groß geworden in dieser Arbeitsumgebung. Sie sind mitgelaufen, sie haben 2, 3 Jahre irgendwo mitgeguckt und dann nach und nach Sachen übernommen. Oft gibt es die Zeit heutzutage leider überhaupt nicht mehr her. Und auch Fehler zu machen war früher noch mal etwas unkritischer, als es heutzutage ist. Von daher möchten wir mit diesem Irrtum gerne aufräumen und gerne verhindern, dass Erfahrungen, also auch Fehler, neu begangen werden. Du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, warum dieses Thema Lerntransfer, Wissen oder Wissenstransfer so wahnsinnig wichtig ist. Ja. Ein Großteil der jetzt arbeitstätigen Bevölkerung wird wirklich innerhalb jetzt von ganz wenigen Jahren ziemlich schlagartig, also schlagartig jetzt nicht, es war ja vorauszusehen, aber in einem relativ kurzen Zeitraum wirklich aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. Und es kommen so viele neue, junge Leute, die mit ganz anderen Ausbildungen, die auch in der digitalen Welt hier aufgewachsen sind, völlig andere Lernzugänge haben, mit dazu, die jetzt ja, vielleicht in alte, aber auch schon gerade in sich bereits verändernde Prozesse und Arbeitsumgebungen einsteigen. Wie geht ihr denn damit um, denen, die sich so sagen, muss halt nicht sein, so sukzessive sich zu öffnen oder könnt ihr das denen entlocken? Wie sehen da so Prozesse aus, dass das Ganze ineinander greifen kann? Du hattest vorher angesprochen, dieses Catch to Keep. Ich glaube, das werden wir immer wieder bei diesen Irrtümern auch mit drin haben, wie euer Modell dazu auch läuft, ne? Ja, also mit einem Erfolgsfaktor unserer Arbeit ist, dass wir erstmal mit jedem Einzelnen starten. Also gerade der Gehende, der sagt, oh, was soll denn das? So neumodischer Kram, habe ich auch nicht gehabt, braucht man nicht, 4 Stunden.
Wir setzen uns, also wir, damit meine ich jetzt das ganze Team, also einer von denen setzt uns eins zu eins hin und unterhalten uns mit ihm über seine Arbeit. Mhm. Und da erleben wir anfangs oft ganz große Widerstände. Aber in dem Moment, wo jemand neugierig interessiert, fragt, was macht sie denn aus? Mhm. Was tun sie denn den ganzen Tag? Erzählen Sie bitte mal. Mhm. Das ist so ein spannendes Setting. Fragen haben so einen hohen Aufforderungscharakter, dass die ganz schnell vergessen, dass sie das ja eigentlich, dass es gar nichts taugen kann und dass es nicht funktionieren kann. Mhm. Und so haben wir in den Einzelgesprächen, das ist 4 Stunden in der Regel mit dem Gehenden, die Chance, ihn zu öffnen. Mhm. Und dass er hinterher sagt, ne, der Meister morgens, so eine Erfahrung muss jeder selber machen, jeder sagt, ach, darauf wollten Sie, Frau Beckmann, hätten Sie doch gleich sagen können. Ja, weil jeder erzählt ja im Endeffekt gerne, was er gemacht hat, auch was er vielleicht da eingeführt hat in seiner ganzen beruflichen Karriere, welche Meilensteine er gesetzt hat und so weiter. Ist ja jeder normalerweise stolz und erzählt es ja auch gerne. Aber genau, ja. Die Frage muss richtig gesetzt sein, der Rahmen muss der richtige sein. Genau. Und wir führen sie so schön nochmal durch ihre Highlights, mhm, und lassen es so Revue passieren. Es hat auch so ein wertschätzendes Element. Mhm. Es kommt auch ganz oft, endlich fragt mich mal jemand. Mhm. Ja. Weil oft wissen sie auch, was es für die Organisation, was es für den Nachfolgenden bedeutet, wenn sie es nicht aussprechen können, wenn es ja nicht übergeben wird. Ja. Ja, weil auch diese Menschen ja dann aus dem Arbeitsprozess ausscheiden und irgendwo auf einmal einen völlig neuen Lebensanschnitt anfangen. Wir wissen ja auch, was da passiert. Und selbst wenn man es für sich nochmal rekapitulieren kann, erzählen kann, wird es einem erstmal klar, Menschenskinder, was habe ich ja alles Tolles geleistet? Ne? Was, ja, war mein Lebenswerk ja auch so ein bisschen, das man nochmal selber reflektiert. Ja, und wo du das ansprichst, wir machen es teilweise auch bei Übergängen. Es gibt unglaublich viele Gründer, die jetzt Unternehmen übergeben, oft innerhalb der Familie. Mhm. Und da herrscht dann auch so entweder der Irrtum vor, braucht man nicht mehr, der Sohnemann ist ja schon lang genug dabei, wo aber ganz viele Sachen trotzdem vergessen werden und wo unser Prozess es dem Gehenden auch unglaublich erleichtert, loslassen zu können. Also wir stellen auch die Frage, was braucht es noch, um gut loszulassen, oder was wünschen Sie sich vom Nachfolgenden, um gut loslassen zu können? Solche Sachen dürfen adressiert werden. Das ist also auch teilweise eine sehr emotionale Arbeit, die wir da leisten, wo, was die Beteiligten anfangs unterschätzen, weil auch das gehört zu einer guten Übergabe. Wir sind ja hier schon fast in deinem Irrtum Nummer 2, ne? Sind wir? Ja. Ah, ja, das klappt schon von alleine. Genau. Ja, schönes Beispiel dazu, haben wir gerade einen Kunden gewonnen, Beispiel aus der Produktion. Die haben gerade 2 Menschen ein Dreivierteljahr im positiven Überlapp, also Gehender war noch da, Nachfolger war da, und sie haben ein Dreivierteljahr zusammengearbeitet. Dann ist der Gehende tatsächlich in den Ruhestand gegangen und sie mussten feststellen, nichts hat geklappt. Mhm. Und da kommt jetzt ins Spiel den nächsten Wechsel, der über ein Jahr angesetzt ist, was in der Produktion teilweise wirklich auch oft braucht, wird von uns begleitet von A bis Z. Mhm. Also das wird von Führungskräften oft völlig falsch eingeschätzt, dass sie denken, also Gehende sind gute Wissensgeber und Nachfolgende sind gute Wissensnehmer. Das kann funktionieren, aber und dann fehlt ihnen die Systematik. Genau, Systematik und dass der Wissensnehmende die richtigen Fragen stellt, den richtigen Zugang. Manchmal traut er sich da nicht, weil es mit der Person jetzt irgendwie noch nicht matcht. Mhm. Da gibt es ja unterschiedlichste Gründe auch dafür. Ja. Und du hast jetzt ein schönes Beispiel gehabt, da war jetzt die Lernerfahrung, ob beim nächsten Übergang machen wir es jetzt garantiert anders. Mhm. Wie häufig kommt es vor, dass Unternehmen gerade diesen Prozess sagen, ja, wir haben ja eine geplante Übergabe, wir schauen ja drauf, dass die Überlappung da ist, dass es wirklich unterschätzt wird und auch nicht begleitet wird oder nachgehalten wird, was da passiert? Ja, die Fälle bekommen wir ja leider nicht mit, aber ich bin sicher, dass das viel zu oft passiert, weil ganz oft wird uns gesagt, wenn wir mit den Menschen arbeiten, oft von den Gehenden, die sagen, boah, so eine Chance hätte ich auch gerne gehabt. Mhm.
Und die Neuankommenden, egal ob sie jetzt intern wechseln oder von außen kommen, sagen: Wow, was für eine Möglichkeit, dass ich mich so gut gerüstet fühle, hier zu starten. Und schöne Beispiele auch, ich begleite gerne den Mittelstand auch hier, die oft Schwierigkeiten haben, auch von großen Konzernen auch Menschen zu gewinnen. Und die dann aber der Mittelstandler als Arbeitgeber das Feedback bekommt: Wow, so eine systematische Einarbeitung ist mir noch nie ermöglicht worden, mithilfe dieses Prozesses. Ja, auch das oftmals, glaube ich, eine Erfahrung zu sagen oder zu hören, ja, machen wir ja. Aber das eine ist das, was mache ich? Ja, ich habe Wir haben das, da aber so eine wie mache ich es? Liste. Die Qualität dieses Prozesses, Genau. was ist da alles berücksichtigt worden? Wie ist es? Ist es nur ein Agendapunkt oder ist es wirklich ein durchdachter Prozess, mit dem man sich mal Gedanken gemacht hat und auch mit den Beteiligten immer gesprochen hat, um ihn weiterzuentwickeln? Ne? Ja, richtig. Also ja, klar, diese Listen bestehen und die wollen wir auch gar nicht ersetzen. Aber auf diesen Listen steht nicht, das Erfahrungswissen des Vorgängers abzuzapfen oder ihn zu fragen, welche Ideen noch in seiner Schublade liegen und nicht abgearbeitet werden konnten. Ja. Auch ein wichtiger Punkt, die Ideen, die nicht abgearbeitet werden konnten, woran hakt es, warum lag es? Was ist da so deine Erfahrung, warum oftmals solche Ideen irgendwo ja, liegen geblieben sind? Ja, oft ist es ein Zeitthema, dass die Zeit noch nicht reif war oder die Idee ist schon mal in Angriff genommen worden und es gab Gründe, warum sie nicht weiterverfolgt werden konnte. Aber wenn sich das und das ändert, dass es dann wieder spannend ist. Und oft entstehen die Ideen auch im Dialog, in dem Moment, wo wir über die Aufgabe sprechen und der Nachfolgende die Frage stellt: Ja, haben wir schon mal daran? Und dann sitzt der Gehende da und sagt: Ah, wow. Also Erfahrung teilen ist gleichzeitig ein Raum für Innovation, dass sie entstehen. Weil neuer Dialog angeht, weil der die Erfahrung übergeben bekommt, im Endeffekt wahrscheinlich neue Fragen stellen wird. Genau, ja. Und in dem Zusammenhang auch eine unserer Lieblingsfragen ist an den Gehenden: Was sieht total veränderungswürdig aus? Haben Sie schon fünfmal versucht und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt beim sechsten Mal klappt, ist relativ gering. Okay, ja, spannend. Ja, der Nachfolgende darf das natürlich wieder versuchen, aber er sollte wissen, warum und wie oft sich der Vorgänger schon die Zähne daran ausgebissen hat. Also auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass Hinderungsgründe waren. Vielleicht lag es ja an der Person, wie es vorgetragen worden ist. Vielleicht lag es aber wirklich, dass manche Aspekte nicht miteinander gematcht haben, unkongruent oder unlogisch waren, wie auch immer. Ja, oder dass es einen Stakeholder gibt, einen Unterschätzten, der das nicht möchte. Ja. Ganz wichtige Fragen, ja. Ja, spannend. Aber du hast uns ja noch drei weitere Fragen mitgebracht. Was ist denn der Irrtum Nummer drei? Ja, das eine ist, was uns ganz oft begegnet, dass doch da überhaupt keiner unterstützen kann, der weder das Unternehmen noch die Position kennt. Also das betrifft euch als beratendes Unternehmen, begleitende Lerntransferbegleiter. Ja, weil es wirkt natürlich auf den ersten Blick anmaßend, dass ich daherkomme und mir zutraue, das Erfahrungswissen zu transferieren. Das Spannende ist, wir wirken da wie ein Katalysator. Das Gute ist, dass wir nichts davon kennen, weil das hilft uns, neugierig interessiert zu fragen. Und was wir dann natürlich brauchen, ist eine Riesenexpertise darum, schnell zu merken, worum geht es genau in diesem Wechsel. Und manche Transfere sind total fachlich getriggert und es geht nur um fachliche Sachen. Und manche Wechsel sind hochpolitisch. Und genau das schnell zu erkennen, was diese Situation zwischen diesen beiden Menschen braucht, das ist, was uns ausmacht. Und viele Teilnehmenden oder Beauftragende haben Sorge und ich weiß auch, dass es so Vorgehensweisen gibt, die gehen so einen Katalog ab und die zielen nicht die richtigen Fragen, die genau die Situation braucht. Das macht unsere Arbeit so smart, dass wir zwar Fragenkataloge im Kopf haben, aber immer vorher gucken, welche ziehen wir denn. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, auch den du da ansprichst, weil ja viele sagen, naja, also so eine Checkliste, da kommt der Berater, der hat ja auch nur eine Checkliste im Kopf oder hat sie aufgeschrieben und dann geht dir die durch und dann ist das so.
das, was du eben sagst, es geht jetzt, das ist eines der Leitfaden dafür, aber das andere ist auch diese Reaktionen, die Muster, das Empathische mitzubekommen, was denn da im Hintergrund, was ist denn hinter der Antwort? Also was will mir eigentlich jemand transportieren, dass er vorne so schön in Worte gepackt hat? Und das kriege ich natürlich nur mit, wenn ich Erfahrungen habe, wenn ich eben nicht mich nur auf das Fachliche begrenze, so wie ihr eben damit reingeht als Katalysator, sondern diese ganzen Wellen und diese Nebenschwingungen wahrnimmt, was denn dahinter stecken könnte. Ja. Also das ist ja der Mehrwert genau des Beratenden, des Transferbegleiters auch. Genau, ja. Einmal Struktur zu geben und die Erfahrung. Also wer ein Top-Management, wirklich eine Ebene unter dem Vorstand von einem großen DAX-Konzern sehr, sehr lange begleitet, wenn wir da keinen super Job auf den Punkt machen würden, wären wir nach dem dritten Versuch rausgeflogen. Und das ist auch was, was uns ausmacht, dass wir alle Ebenen bespielen können, vom Meister bis zum Vorstand, von der Baubranche bis zum Bankenversicherungsgewerbe. Da wundern sich die Auftraggeber manchmal, aber was wir de facto wirklich können, sind Menschen. Das ist, was es ausmacht. Ja. Ja, und das ist auch etwas, was Erfahrung kriegt, eben nicht im 2-Tage-Crashkurs, sondern das ist Lernen im Leben, in dem Ganzen. Und ich hatte es ja anfangs ja gebracht, in deinem Profil sieht man das ja, du hast ja wirklich so alle Organisationsgrößen, Formen, Richtungen, Branchen, also sehr viel durchgemacht. Behörden auch. In allem durchgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich auch manchmal, aber auch begleitet, sehr viel reinschnuppern können. Und du bist ja auch ein Mensch, der unheimlich schnell aufsaugt und wahrnimmt und die Teile einordnen und sortieren kann. Ne? Ja, und nicht nur ich, das können alle von uns. Also alle von uns sind Seniors, die müssen da wirklich gestandene Leute sein. Und noch ein Vorteil oder fast erfolgskritisch, warum wir es tun von außen, wir sind neutral. Wir haben keine Aktien im Spiel, wir haben mit keinem eine Historie, wir sind nicht geschickt und uns kann und darf man alles erzählen und es verlässt nicht den Raum. Das ist für den Gehenden wichtig, gerade wenn es um hochpolitische Sachen wenn es um Vertrieb geht, um Mitbewerb. Und der Vorteil für den Nachfolgenden ist, er darf uns wirklich jede Frage stellen. Es gibt nichts, sich zu blamieren, sich zu outen, dass er was nicht weiß, wo die Organisation noch annimmt, dass er es wissen müsste. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir es als Externe tun. Ja, also geschützter Raum letztendlich. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal zu Irrtum Nummer 4. Ja, der ist auch schön. Also, alle wissen, alle zittern, wenn der Herr Meier nach 35 Jahren Expertise in den wohlverdienten Ruhestand geht. Alle brauchen ihn, aber es besteht die Annahme, Herr Meier möchte das nicht. Also, der Gehende, also wir wissen, dass wir etwas tun müssen, aber der Gehende will einfach nicht. Das begegnet uns öfter und das ist total spannend, weil mir dann der Auftraggeber auch gerade sagt, ich weiß gar nicht, ob ich den Auftrag geben kann, weil ich nicht weiß, ob er mit Ihnen arbeitet. Und das ist ein bisschen ja eine Spezifizierung des Irrtums Nummer 1, ne? Ist halt so. Ja, aber genau, spezifiziert. Eine andere Qualität drin. Genau. Die ganze Organisation sagt, wir müssen den abzapfen, der Nachfolgende steht händeringend da und der Herr Meier. Und das ist ganz spannend, weil bis jetzt brauchten wir in all diesen Fällen ein Telefonat und dann hatten wir ihn. Und oft steckt dann dahinter, also zwei Annahmen in der Regel, manchmal. Also jetzt nicht bei Herrn Meier, aber manchmal sind es Kränkungen. Also seinen Job zu verlieren, kann ja auch sehr unschöne Gründe haben. Das Unternehmen ist vermeintlich nicht fair mit ihm umgegangen. Da kommt ein Nachfolger, dem traut man das nicht zu. Das ist auch ausgesprochen, gab es auch schon. Und dem erzähle ich doch nichts, wenn ich den für nicht fähig halte. Also das ist sehr spannend, was da alles passiert. Und in dem ersten Setting mit uns haben Sie die Möglichkeit, über all das zu reden.
und sich all das vom Herzen zu reden. Und spannenderweise kommt dann ganz oft raus, dass man eigentlich gar nicht dem Nachfolger schaden möchte, sondern der Organisation, wenn überhaupt. Mhm. Ja, weil man den Nachfolger oft vielleicht auch gar nicht kennt, also kommt dann auch drauf, auf Setting drauf an. Ja, ja. Genau, oder man hatte mit dem Nachfolger in Asien sich schon mal ein Projekt in einem gemeinsamen in der Wolle und will dem dann auch nichts erzählen. Aber es gibt immer dann doch gute Gründe, wo wir sie kriegen. Oft wollen sie ihr Team schützen und das Team würde auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wir helfen ihnen einfach zu trennen zwischen dieser Kränkung und dem, oft der Wille, dass es doch gut weitergehen kann, dass sie über diese Kränkung, über diese Hürde drüber springen und sich doch bereit erklären, weiter mit uns zu arbeiten oder überhaupt mit uns zu arbeiten. Ich habe auch mit freigestellten Menschen gearbeitet oder Menschen, die durch ein Outsourcing ihre Rolle im Unternehmen verloren haben. Und dann wird halt erstmal der ganze emotionale Schmerz, der de facto nun mal da ist, aufgefangen. Ja, du hattest das vorher auch schon mal angesprochen, es sind sehr viele Coaching-Elemente eben mit dabei in diesem Prozess. Ja. Die Mischung zwischen etwas beratend, begleitend, transformierend, aber eben mit Coaching-Elementen, mit dem Schatz, den Coaching alles bieten kann. Richtig. Also manchmal mache ich zu 90% fachliche Sachen, und weil das geht es nur rein ums Fachliche, und manchmal arbeite ich irgendwie zu 60-70% auf der emotionalen Ebene. Und wir haben es auch ganz spannend, eigentlich hätten zwei eine Mediation gebraucht, war für die Ingenieure, um die es ging, nicht möglich. Dann nennen wir es Wissenstransfer und dann klappt es. Das ist auch sehr spannend. Ja, auch das wieder hatten wir auch schon, das Thema, wie ist das Setting, wie habe ich den Rahmen gewählt, damit es für, es muss ja für die Leute, die beteiligt sind, passen, damit man wird es halt ein bisschen anders lackiert, der Raum anders dekoriert sozusagen und auf einmal funktioniert. Und das ist das Versprechen, wir machen es passend, was immer es dafür braucht, ja. Das eine, warum der Gehende es nicht möchte, ist die Kränkung. Und was wir auch ganz oft erleben, sie fühlen sich überfordert. Ich habe mit einem Softwareentwickler gesprochen. Das Unternehmen war wahnsinnig von ihm abhängig. Er konnte nachts nicht schlafen. So viel Verantwortung lag auf seinen Schultern. Und er sagte mir, Frau Beckmann, ich programmiere Ihnen, was Sie wollen. Aber setzen Sie bitte keinen neben mich und fragen mich, wie ich das tue. Das kann ich nicht erklären. Also Wissensgeber, Experten sind oft total überfordert, wenn man ihnen sagt, erklär das mal bitte deinem Nachfolger. Weil sie sind keine Didakten, sie sind keine Pädagogen und sie fragen, wo soll ich anfangen? Beim Urknall, ja? So. Wie soll ich in das, was ich hier 25 Jahre gemacht habe, eine Systematik reinbringen? Ich weiß nicht, wie es geht. Und genau dieses, ich weiß nicht, wie es geht, das nehmen wir ihnen ab. Das ist unser Job. Und dann fängt es total an, den Spaß zu machen. Weil wir sie durch den Prozess führen und sie das nicht können müssen. Das ist meine Verantwortung dann. Und damit sind auch die Rollen wieder klar getrennt, weil was fürs Unternehmen wichtig ist, ist ja, dass dieses Wissen, dass dieser Lerntransfer funktioniert, und der Experte, der hat das Wissen, aber nicht unbedingt die Struktur, wie er es vermitteln kann, sonst hätte er vielleicht schon, wäre als Trainer oder sonst irgendwie, als Ausbilder oder sonst irgendwie tätig im Unternehmen. Ja. Und ihr habt eben, Gott sei Dank, wie du vorher schon sagtest, keine Ahnung von dem, was die da fachlich tun müssen, aber ihr habt den Methodenkasten, ihr habt alles das, was den Rahmen gibt, damit das erfolgreich transportiert wird, ne? Ja, und es ist ja heute leider noch nicht so gängig zu sagen, ich würde es ja gerne machen, aber ich fühle mich überfordert. Die Botschaft ist dann nur, nee, das mache ich nicht, will ich nicht. Ja. Und wir kommen aber dahinter, wir gucken, was steckt denn hinter dem, ich will das nicht. Und das ist in der Regel zu lösen. Ja. Gibt es aus deiner Erfahrung Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie die mit dem Thema umgehen? Hast du jetzt die falsche Wissensgeberin? Ich denke nicht so gerne in den Schemata. Ja, aber es ist ja immer eine Frage, die sagen, ja, das mag ja vielleicht bei den Männern mit diesem rationalen Ansatz gehen, aber die Frauen sind immer so zickig, da klappt das ja nicht. Also ich übertreibe jetzt mal wirklich die Vorurteile, die du wahrscheinlich auch aus allen möglichen Richtungen mal mitbekommst und hörst, und drum stelle ich diese Frage.
Wir haben ja jetzt auch immer die männliche Form gehabt und meistens waren es Meister, also waren es irgendwelche Männer, die irgendwelche Ja. Sprüche für wichtig jetzt. Was ist es bei Frauen wirklich anders oder nein? Nee. Also auch für die weichen Sachen, auch für das, was ist good to know, sind die Männer genauso empfänglich und klar in der Rolle des Wissensgebenden wie die Frauen. Nee. Auch wenn wir bei Führungskräften sprechen, wir auch über Teams, wo sind noch Potenziale, was ist wem versprochen worden. Nee, da erlebe ich die Männer genauso gut in den Beschreibungen wie die Frauen. Ja, Ich meine, die vielleicht weil Blockieren im Kapseln und für sich behalten wollen, weil das waren ja oftmals so diese Blockadelöser erstmal. ja, nee, aber das müssen wir eh auflösen, wenn wir mit denen arbeiten. Von daher begegnet mir das dann dort nicht mehr. Okay. Gut, damit wir mal die Vorurteilswelt auch ein bisschen Erleben wir begreifen. nicht. Ja. Alle deine Irrtümer sind ja auch Vorurteile letztendlich, die in den Denkmodellen da sind. Und das würde mich jetzt so zu Nummer 5 bringen, denn darum geht es ja letztendlich auch um euer Modul oder euer Modell des Wissenstransfer Catch to Keep. Und das zielt ja genau gerade, glaube ich, Irrtum 5 genau auf das ein. Ne? Genau, also Nummer 5, das kann doch nicht in 1,5 Tagen gehen, wobei 1,5 Tage sind es sogar nur für mich. Ich brauche den gehenden, den nachfolgenden jeweils nur 2 halbe Tage. Ja, und dann geht da mal einer, ah, schönes Beispiel, Schleifscheibenhersteller, du glaubst nicht, was ich über Schleifscheiben weiß. Und da Okay. war wirklich einer, der war 40 Jahre da, hatte Erfahrung aus der Entwicklung, aus der Produktion, aus dem Vertrieb. Und dann saßen auch wirklich 4 Wissensnehmende aus den Abteilungen alle da. Und ja, wir werden manchmal nicht fertig, das stimmt schon. Aber wir versprechen, dass wir alle relevanten Bereiche streifen, um die es gehen kann. Und manchmal werden dann Dinge ausgelagert, wo wir einen Überblick verschaffen. Also über das Spezialgebiet müssen sich der und der nochmal 2 Stunden zusammensetzen und sie tun das dann und dann. Also in den seltenen Fällen, wo wir nicht fertig werden, gibt es einen weitergehenden Einarbeitungsplan, wo alles aufgelistet ist, was noch gesprochen werden muss. Teilweise unterstützen wir sie, in welcher Form sie das tun können. Also nach den 1,5 Tagen ist wirklich alles versorgt, noch nicht alles abgearbeitet. Manchmal muss man sich noch Laufwerke gemeinsam anschauen oder wir listen auf, bei wem der Nachfolgende noch vorgestellt werden sollte, wo persönlich, wo wird er nur angekündigt und. Aber es ist der ganze Aufgabenbereich, das ganze Erfahrungsgewissen ist systematisch angeschaut nach bestimmten Kriterien. Und wie gesagt, es gibt dann noch ein paar Hausaufgaben, aber auch die sind sauber aufgelistet, dokumentiert, da rutscht denen nichts mehr durch. Aber ab dem Moment ist praktisch so der Initialfunke, das Verständnis, die Bereitschaft geweckt, die Struktur gelegt. Wie sieht jetzt euer Begleitprozess denn noch aus, wenn der denn noch gebraucht wird? Also in dem Fall Catch to Keep Basic, ein klassischer Personalwechsel, ist es nach 1,5 Tagen mit uns wirklich fertig in der Regel. Es gibt größere Fälle, dann starten wir mit Catch to Keep Expert. Da geht dann wirklich ein Experte mit wahnsinnig vielem Erfahrungswissen. Hatte ich mal einen Sulfierungsexperten hinter meinen Fittichen. Und da begleiten wir den Prozess dann auch länger. Ich habe jetzt eine Kollegin eingearbeitet, die sagte, was machen wir denn da genau? Sage ich, das wissen wir erst nach den 1,5 Tagen, wenn wir mit allen Beteiligten gesprochen haben. Weil was genau das Wissen, das Expertenwissen ausmacht, wer genau das braucht, in welcher Form das wann und wo abgesaugt werden kann, wie es dokumentiert werden kann, das wissen auch wir vorher nicht. Aber das ist genau die Prozessbegleitung, die wir dann machen. Schauen, wo entsteht dieses Wissen, mit Ideen aufrüsten, wie es dokumentiert werden kann. Manchmal empfehlen sich Praktikanten, da dran zu stellen. An der einen Stelle braucht es eine neue Datenbank. Das ist immer Blackbox auch für uns von Anfang an.
Und wir begleiten sie so lange, bis alle sagen, okay, jetzt kann er gut gehen. Und das weiß der Gehende auch. Der weiß auch dann in der Regel, wann kann ich jetzt hier loslassen. Wir haben hier, du hattest es bei dem Profil mit dazugegeben, weil das ist ja bei einem Unternehmen, ja, wann rechnet sich das oder wie brauche ich denn das überhaupt? Ich lese das jetzt hier auch mal ab, weil ich habe ihn mir noch nicht auswendig gemerkt. Du hast eine Frage dabei, überlegen Sie sich bitte, was Sie gerne früher gewusst hätten, als Sie Ihre jetzige Position angetreten haben. Und was hat es Sie gekostet, das alles zu lernen? Ich glaube, das sind wirklich ja in dem Moment, wo man sich das mal bewusst ist, dann merkt man erstmal, wie wertvoll genau so ein Transfer strukturierter sein kann. Ne? Ja, das ist gut, dass du es ansprichst und auch so sich mal zu fragen, was geht alles verloren, wenn ich heute meine Position verlasse? Ja, und oft, manchmal ist es ja auch nur die Zeit, die es verhindert, das weiterzugeben. Manchmal sind wir rein da, um Zeit sicherzustellen im obersten Management, weil das ist auf der Eisenhower Matrix ist Wissen teilen immer wichtig, aber nie dringend. Und dann fällt es bei den Managern immer hinten runter. Ist immer was anderes wichtiger. Dabei sollten ja die wichtigen Sachen eigentlich die Termine im Kalender haben und nicht die dringenden Sachen. Ne? Und spätestens dann, wenn ein Externer drauf sitzt, dann werden sie eingehalten. Und von diesem hohen DAX-Konzern sind wir auch gebeten worden, HR sagte zu uns, wir müssen das quantifizieren, was ihr da tut. Wir müssen mit Zahlen nachweisen, was wir dadurch einsparen. Und mein zuerst versuchte ich sachlich zu erklären, dass es nicht wirklich geht. Ich kann dieses gute Gefühl für beide nicht in Zahlen fassen. Ich kann nicht in Zahlen fassen, was es bedeutet, 2 Stunden nicht dem falschen Ansprechpartner hinterher zu rennen oder überhaupt rauszukriegen, wer wofür Ansprechpartner ist. Ein Dokument zu suchen, was gar nicht da abgelegt ist, wo es hingehört. Etwas, das Rad 5-mal neu zu erfinden. Ich kann es nicht quantifizieren. Und umgedreht bin ich der festen Überzeugung, Management muss aufhören, sich von Zahlen leiten zu lassen. Das ist an manchen Stellen extrem wichtig, aber Wissen ist personengebunden. Das können wir nicht quantifizieren. Das ist ein Irrglaube. Ja. Du hattest das auch vorher angesprochen, bist auch sehr, also seit teilweise sehr häufig auch in den klassischen Callcenter-Branchen ja tätig gewesen, in denen ich mich ja auch viel rumtreibe. Da permanenter Personalwechsel oftmals gang und gäbe, also gerade bei Dienstleistungsorganisationen. Und da wissen wir ja auf einmal, warum funktionieren manche Projekte in der Qualität permanent so an der Kante gerade noch oder eigentlich eher unten drunter, weil die nur noch mit Weitergaben, mit Neueinarbeiten zu tun haben. Und da wird es ja ganz besonders deutlich, wie schnell Wissen immer wieder weg ist und was es ausmacht, wenn es nicht vorhanden ist. Ne? Ja. Ja, und wenn du sagst Callcenter, dann sind wir auch immer noch unterwegs. Was ich mal riesig spannend würde, ist so das ganze kommunikative Wissen, was sich die Menschen, die Einzelnen da erarbeiten, das mal zu sammeln. Da ist, glaube ich, auch noch ein unglaublicher Schatz oder unheimliches Potenzial zu bergen. Aber da sind wir wie oft unserer Zeit als Berater weit voraus. Da werde ich wahrscheinlich noch warten müssen, bis ich da einen Liebhaber für finde. Genau, du sprichst aber eines ganz wichtig an. Also wir haben jetzt ja bei allen diesen Lerntransfers ist ja sehr viel oftmals, wo die sagen, ja klar, muss ich wissen, der Meister weiß dieses, der Betriebsleiter weiß das und so. Aber jetzt kommen wir in diesen Bereich, der ja auch in der zukünftigen neuen Arbeitswelt immer wichtiger wird, die Kommunikation. Wie gehe ich denn damit um? Wie bringe ich die Themen? Wie bringe ich Menschen zusammen? Wie bringe ich Teams zusammen? Und das ist ja auch toll, wenn ich da ja einen habe, der 20, 30 Jahre Erfahrung hat, von dem ich solche Sachen mitbekommen kann. Wie könnt ihr denn solche weichen Faktoren auch ja mit einbauen, dass die auch in dieses Transferdenken mit reinkommen? Ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Kannst du mir mal signalisieren bei der Antwort? Also wir haben zum Beispiel auch einen Bereich, der nennt sich persönliche Erfolgsfaktoren. Wir fragen den Gehenden, was ihn persönlich erfolgreich gemacht hat, weil es auch wieder ein unglaublich wertschätzendes Element hat.
Und wir fragen auch, was ihn verändert hat, wie der Job ihn verändert hat. Dadurch lässt sich auch unglaublich viel für den Nachfolgenden ableiten. Und wir fragen auch, also den Gehenden, die Gehende, was möchtest du dem Nachfolgenden empfehlen? Und wir fragen den oder die Nachfolgenden, ob er nach Empfehlung fragen möchte. Oder auch, was schon über ihn gehört wurde. Und auch da kann man unglaublich viel rausziehen, unglaublich viele Ideen und Empfehlungen ableiten für den guten Start, für den erfolgreichen und möglichst fehlerarmen Start. Darum geht es uns. Schnell in eine gute Performance zu kommen, das ist key. Ja. Doch, das beantwortet es durchaus. Also der Prozess, die Struktur, die ihr habt sehr viele Nuancen, Facetten, die da drin sind, diese unterschiedlichen Felder, die alle Erfolg, Wissenserfolg ausmachen, ja. Persönlichkeit auch irgendwie ausmachen für Erfolg, damit abgedeckt. Ja. Ja, liebe Susanne, vielen herzlichen Dank für diese Insights. Jetzt wäre mir noch wichtig. Komm, genau, was möchtest du da noch da hinten dran setzen? Jetzt sind wir diese 5 Punkte durchgegangen. Genau, ich merke, du gräbst. Unsere aktuelle Zeit, ich freue mich über jede Minute, in der ich nicht darüber sprechen muss, aber hier bekommt es nochmal eine besondere Relevanz, was Corona angeht. Es macht für viele, viele das Onboarding nochmal schwieriger, weil ganz viel wegfällt. Es fallen die Kaffeeküchengespräche weg, es fällt weg, kurz mal jemanden die Nase in die Tür reinzustecken, auf dem Flur was zu fragen, bei einem Meeting in der Pause mal zu fragen, hey, warum hat denn der an der Stelle so komisch reagiert? Es ist viel schwieriger, solche Fragen als Neuer in Online-Meetings zu stellen. Ich kann nicht mal den Nachbar eben anstupsen. Also wir haben durch die aktuelle Zeit schon Kunden gewonnen, die das Onboarding sonst gut hinbekommen hätten, aber die jetzt diese Strukturiertheit, diese Systematik brauchen. Und wir können und haben es auch schon vor Corona gemacht, wenn es sich nicht mal gelohnt hat, für 4 Tage nach Basel oder Schwarzheide oder so zu fahren. Wir können alles online moderieren und wir können jegliche Hygienemaßnahmen auch einhalten, wenn wir face-to-face arbeiten. Wichtige Hinweise, ja, weil gerade die jetzigen Zeiten und die werden uns ja noch ein bisschen begleiten. Also zumindest so wie es jetzt ausschaut, haben wir die High-Tide immer noch mal bis in die Frühjahrsmonate, bis man wieder mehr nach draußen kann. Und auch dort werden wir noch längere Zeit, ja, ein neues Normal erstmal für uns akzeptieren dürfen. Ja, und der Neue muss jetzt unterscheiden, was ist normal und was ist Corona-bedingt. Auch das ist ja nicht offensichtlich momentan in den Organisationen, in den Unternehmen. Auch da braucht es gute Hinweise. Ja. Auch ein ganz wichtiger Hinweis nochmal, ja, dass man sagt, ja, also das fängt jetzt in der Ausnahmesituation sozusagen an. Und fragt sich dann hinterher, warum irgendwann mal die Leute schräg reagieren, wenn er so weitermacht. Genau, richtig, ja. Super, liebe Susanne, vielen herzlichen Dank. Susanne Beckmann, euer Angebot ist mit dabei, Wissenstransfer mit Catch to Keep, also aufnehmen und dann auch behalten, das ganze Teil. Vielen herzlichen Dank und ja, viel Erfolg weiterhin bei euren Begleitprojekten. Schön. Danke dir, Manfred. Schön, dass du mich dadurch geführt hast. Danke, ja. Ciao. Tschüss.